Verzeihen Sie bitte, dass ich nicht live im Studio bin. Ich musste ins Frauenhaus wegen häuslicher Gewalt. Wäre ich daheim geblieben, hätte mein Mann sich noch eine gefangen. Viele können sich das nicht vorstellen, dass ich meinen Mann misshandle. Schließlich ist er viel stärker als ich. Nicht, wenn er schläft. Er schläft sehr viel, mein Mann ist Alkoholiker, will aber mit dem Trinken aufhören. Mein 2-jähriger Sohn will jetzt mit den Windeln aufhören. Hey, es ist also ein spannendes Rennen, wer als erster trocken wird. Anlass für die Ohrfeige war übrigens ein kleiner Streit bezüglich des Nahostkonflikts. Mein Mann ist der Meinung, Deutschland solle Waffen nach Israel liefern. Und da bin ich klar dagegen. Angesichts der Qualität deutscher Waffen wäre das Antisemitismus. Außerdem bringt es oftmals nichts, den Feind stumpf zu bombardieren. Besser, man spaltet ihn von innen. Und für solche Missionen haben wir in Deutschland den weltweit besten Sprengkopf. Sarah Wagenknecht. Die schleusen wir in die Hamas. Dort steigt sie auf, schreibt ein Buch über Lifestyle-Dschihadisten und gründet schließlich ihre eigene Terrorzelle mit dem Namen Sarah Wagba. Man kann von der Wagenknecht halten, was man mag, doch in einem hat sie recht. Statt Rassenkampf braucht's Klassenkampf. Wie in meiner Schulzeit. Wir gingen nie auf die Ausländer los. Wir waren so sehr mit den Dicken beschäftigt. Das war nichts Unmoralisches, denn die Dicken waren die Reichen. Heute kann man Arme und Reiche optisch nicht mehr unterscheiden. Alle haben zerstochene Armbeugen, die einen vom Fixen, die anderen vom Boostern. Und alle leben auf der Straße. Will man wissen, wer ist Bonze, wer ist Penner, muss man ihn anheben und schauen, ob er festklebt. Auch geruchlich nehmen sie sich nichts. Selbst ich stinke wie ein Obdachloser nach meinem eigenen Urin. Ich komme ja nirgends auf ein öffentliches Klo. Als Millionär hat man kein Kleingeld. Bahnhofstoilette 50 Cent, ich weiß nicht mal, wie diese Münze aussieht. Weil man die Reichen nicht mehr erkennt, gehen jetzt viele auf Ausländer los. Die hat man früher nicht erkannt, weil alle etwas dunkler waren. Männer im Bergbau, immer voller Kohlestaub, deren Frauen waren überzeugt, sie wären mit einem Schwarzen zusammen. Die Bergarbeiter dachten es von sich selber auch. Kam dann ein weißes Kind zur Welt, na, da gab es Erklärungsbedarf. Und wer nicht Bergmann war, war Bauer. Schuftend in der prallen Sonne, ohne Lichtschutzfaktor 100. Auch die waren schwarz, vor Melanom. Hätte sich auch keiner eingecremt. Man wollte, dass die Haut sich schält. Die hat man dann runtergefummelt und heimlich genascht. Weil man von Brathähnchen wusste, die Haut ist das Beste. Geht auch keiner mehr ins Solarium. Alle sagen, das brauche ich nicht. Wahre Bräune kommt von innen. Tja, jeder braucht ein Feindbild. Meines ist mein Mann. Am Valentinstag gehe ich dann zurück nach Hause mit einer Faust voll Blumen. Der wird die Rosen vor Veilchen nicht sehen.